Nee, das passt nicht. Das können wir nicht machen. Obwohl, wer weiß. Klima. Und das brauchen wir ja gar nicht. Also jetzt müsste es dann doch gehen. Wir müssen mal gucken, die können hier rum. Müssten... Brauchen hier gar nicht rum. Können hier rumfahren. Müssten da rumfahren. Da rumfahren. Hier meinetwegen entgegen, damit es auch ein bisschen stylisch ist. Man weiß es nicht. Es geht sich nicht aus. Es geht sich hier nicht ganz aus. Das Problem ist, es geht sich hier nicht aus. Obwohl doch. Eigentlich müsste sich das ausgehen, sehe ich gerade. Wenn wir nämlich hier direkt rumgehen, müsste sich das ganz genau ausgehen. Der müsste doch jetzt hier rumfahren können. So, eigentlich sollte das doch jetzt verfügbar sein. Die Pfeile gehen hier rum, die Pfeile sind alle richtig, es geht darum, darum, darum. Es ist doch alles... Ah, hier fehlt noch was, sehe ich gerade. Dann geht's hier rum und dann muss er ja hier rein. Wir machen das einfach nochmal neu. Ist ja unglaublich. Ich will es nur einmal zeigen zum Abschluss. Ich denke, dass das ein guter Abschluss dann ist. Wir können auch Folgendes zuerst machen. Dann machen wir zuerst den hier drin und dann den draußen. Können wir auch machen, dass wir sagen, komm her. Du fährst dahin. Dann geht's hier rum. Dann gehst du da lang. Du hier lang. Während du da bist und er hier, gehst du hier lang und hier. Er muss hier lang, ist ja logisch, da rein und dann hier rum. So, wenn wir die jetzt noch anschließen würden hier, dann müsste rein theoretisch gesehen alles top funktionieren. So, hier wird auch alles montiert, sehr gut. Natürlich alles noch einfache Roboter, die müssten wir natürlich hier alle nochmal kaufen, damit es auch ein bisschen schneller vonstatten geht, ist ja logisch. So, dann haben wir hier auch alle Roboter. Trotzdem wundert es mich, dass er nicht da lang fährt, weil eigentlich sollte er jetzt auch hier lang wollen. Ich mache nochmal die ganze Straße weg. Irgendwo ist hier ein Stein scheinbar falsch rum. Der Stein der Weisen wird gesucht. Ah, nee, hier ist das Problem. Nach wie vor. Es kann nicht klappen. Wir können nur eins versuchen. Ich weiß nicht, ob das intelligent genug ist, dieses Band. Da können wir nur versuchen. Und hoffen, dass es sich um ein intelligentes Band handelt. Ja, und die fahren darum. Sehr gut. Ja, und jetzt klappt das dann quasi. So, und dann müssen wir mal gucken. Akkus, wie gesagt, bis auf bei den Kompaktwagen wenden wir das überall an. Große Akkus, sehr schön. Ja, und die Kreuzung sortiert sich jetzt aus, wo welcher hinkommt. Die hier fahren, fahren dann hier lang. Und die hier außen rumgefahren sind wegen den Staus, fahren dann nach unten. Also das ist sehr gut. Und damit sollte der Verkauf auch deutlich ansteigen. Und auch damit die Marktvorherrschung. Zumindest so die Hoffnung. Ja, und da sollten wir vielleicht auch mal gucken, dass wir hier Leger noch hinmachen. Wir haben ja gesehen mit den Legern, dass das recht gut ist. Ja, auf jeden Fall eine tolle Sache und...
ja, so kann man das dann quasi regeln. Also das ist jetzt auch eine ganz gute Regelung. Das wird sich noch ein bisschen auflösen, dieser Stau. Und da müssen wir gucken. Dann kann man das immer mehr optimieren, optimieren, optimieren. Jetzt werden hier fast doppelt so viele Fahrzeuge durchgeschleust wie am Anfang. Also ja auch nicht schlecht. Und wie gesagt, wenn wir dann über unsere Lager jetzt noch hinstellen würden, wie hier vorne zum Beispiel bei den Scheinwerfern oder so, wir könnten jetzt hier eins hinstellen und sagen, wir wollen hier zum Beispiel die Scheinwerfer haben. Obwohl, das ist noch krasser, die Klimaanlagenmontage. Dann können wir hier hingehen, Klimaanlagen, Montage und dann haben wir hier einen kleinen Vorrat noch. Können, wie gesagt, auch weitere Lager bauen. Hier unten können wir auch ein Lager hinbauen. Da können wir auch nach wie vor hier eins hinstellen. Und sagen, hier kommt dann Scheinwerfer rein. Ich weiß gar nicht, was wir da genau brauchen, wenn ich ehrlich bin. Wir machen das mal raus. Was wird denn hier benötigt? Ja, eigentlich alles für die Scheinwerfermontage halt. Also war das doch gar nicht so verkehrt. Dann gehen wir hier nochmal hin. Hier würde ich mir wünschen, ich drücke auf S und komme zu Scheinwerfern hin. So, natürlich wie immer bevorzugt lokal. So, und dann kommt das hier rein. Perfekt. Und dann sollte es hier auch keine Probleme mehr geben. So, hier läuft's auch. Noch ein bisschen zäh. Wir können es, wie gesagt, optimieren. Hier könnten wir auch noch Lager hinstellen. Wir könnten hier auch noch Verbindungen machen. Also es wäre zum Beispiel auch möglich, dass wir hier sagen, hier kommen, wir haben hier so eine Production Line und machen das hier so. Vielleicht geht da ja auch ein bisschen was lang. Perfekt. Also da haben wir viele, viele Möglichkeiten und können das hier auch noch deutlich optimieren, Produktion hinstellen. Aber wie gesagt, es würde den Rahmen sprengen. Wir haben 50 Millionen locker überschritten. Ich würde sagen, das Let's Play ist an dieser Stelle beendet. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, wie euch das gesamte Let's Play vielleicht so gefallen hat. Ein Daumen hoch wäre natürlich auch very nice, also sehr gut sozusagen. Und ja, ich hoffe, dass ich euch das Spiel ein bisschen nahe bringen konnte, dass euch das Spiel genauso gefällt wie mir. Könnt ihr auch gerne mal einen Kommentar da lassen. Ob euch das Spiel vielleicht generell so gefällt, weil auch das wichtig ist, wie zum Beispiel, oder für mich wichtig ist, dass ich weiß, sind das Let's Plays, die euch wirklich auch interessieren, wo man in Zukunft ein bisschen mehr machen kann oder nicht. Und. Also wie gesagt, da haben wir Möglichkeiten über Möglichkeiten. Ja, wir haben hier auch alles erforscht. Es gibt es auch nichts mehr zu forschen, nirgends mehr. Wir können gucken, wir sind komplett durch mit dem Spiel. Na, es geht jetzt nur noch darum, den Markt zu erobern und ganz ehrlich, das wäre jetzt einfach zu langwierig, als dass das einen großen Sinn für mich als solches machen würde. Wo ich sage, gut, würde vielleicht Sinn machen, wenn das jetzt so ein Livestream wäre, aber nicht für ein Let's Play. Und nein, ich werde damit jetzt keinen Livestream anfangen. Falls jetzt jemand sagt so, ja, wir können ja einen Livestream machen. Sieht übrigens voll cool aus hier, Offroad. Läuft. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, denke ich, haben wir hier alles erreicht und könnten hier, wenn wir jetzt noch wollten und sagen, ja, wenigstens ein bisschen mehr Eigenstrom, das könnten wir halt auch noch machen. Aber ganz ehrlich, jetzt ganz am Ende ist es auch nur noch ein bisschen herausgezögere, mehr ist es ja gar nicht. Wir könnten hier nochmal ein großes Kraftwerk hinsetzen irgendwo, zum Beispiel hier. Zack, schon ist mit Strom alles geregelt. Und da haben wir mehr Profit. Aber wie gesagt, das ist eine Nebensächlichkeit, die ist nicht so wichtig. Wir haben einen Marktanteil von mittlerweile 4,3%. Leider sind wir hier ein bisschen hochgerutscht. Da müssen wir mal gucken. Da würde ich ganz gern den Wagen sogar ein bisschen günstiger machen. In der Hoffnung, was können wir denn hier wegnehmen? Warum ist das so teuer? Alarmanlage brauchen wir ja wohl. Ich glaube, so ein beheiztes Lenkrad braucht man nicht unbedingt, oder? Elektroantrieb brauchen wir hier überhaupt nicht. Dann können wir das beheizte Lenkrad nämlich auch wieder nehmen. So, dann haut das nämlich auch wieder hin. Der Elektroantrieb ist nämlich Schwachsinn in dem Fall. Weil wir wollen ja einen günstigen Wagen haben. Und da brauchen wir nicht so einen Mega-Antrieb. Ja gut, das läuft. Wir gucken mal. Ein paar Sekunden warten wir noch. Ja, wir sind in unteren Bereich reingerutscht, sehr gut und
damit sollten wir hier auch locker über die Prozente kommen. Also das sollten wir schaffen. Da sehe ich kein Problem drin. Vor allen Dingen jetzt ist die Produktion ein bisschen einfacher geworden. Ja, und es läuft hier auch. Mit den Ressourcen könnten wir halt, wie gesagt, noch ein bisschen optimieren. Aber gut, das sind Marginalitäten. Ist das richtig ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Ja gut, wie gesagt, ihr seht, das Geld schnallt hoch. Wir brauchen uns da echt 0,0 Kopf machen. Hier läuft auch alles. Und ich würde sagen, danke fürs Zugucken. Über einen Daumen hoch würde ich mich wie immer riesig freuen. Und bis zum nächsten Let's Play. Und lasst doch ein Abo da, falls ihr es noch nicht habt. Danke fürs Zuschauen, habe ich jetzt zum dritten Mal, glaube ich, gesagt. Ich sag's auch gern 4-2. Danke fürs Zuschauen. Nein, ja, ich würde sagen, an der Stelle beende ich das Let's Play und das erinnert mich so ein bisschen an meine Anfangszeiten, wo ich Probleme hatte, Livestreams oder Let's Plays zu beenden. Da habe ich auch mal so rumgekaspert, ne, bis ich zum Ende gekommen bin. Der ein oder andere Stammzuschauer wird sich noch daran erinnern, da hat das ruhig auch schon mal 10 Minuten gedauert, auf Wiedersehen zu sagen, so wie jetzt. Also ich falle in alte Zeiten zurück sozusagen. Gut, dem beuge ich jetzt vor und sage, ciao, bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Zellron.